Hallo Leute, ja, so wie ihr seht, wir sitzen hier oben auf unserem Trecker und haben, glaube ich, Glück gehabt. Der hat tatsächlich wohl gespeichert. Ja, dann wollen wir hier weitermachen, steigen hier mal ab und der Dralo hat gesagt, hier in dem Müll muss es irgendwo noch eine Batterie geben. Die werden wir jetzt nach dem Intro dann suchen. So sehen tue ich die jetzt aber nicht. Dralo hat die hier irgendwo gesehen. Ah, da, oder? Nee, noch nicht. Alles Schutt. Wo ist hier eine Batterie? Da? Schutt. 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 Das ist Schutt. Ich weiß nicht, wo Dralo die hier gesehen hat. Schutt. Schutt. Da sitzt nichts drauf und ist Schutt. Das ist zu groß. Ja, jetzt sind wir hier wieder dran, aber. Bin mir jetzt nicht sicher, ne? Das ist doch auch Schrott. Schutt, Schutt, Schutt. Ja, weiß ich nicht, Dralo. Ich habe es jetzt geguckt, habe es aber nicht gefunden. Ich habe keinen blassen Schimmer. Auf jeden Fall hat der Dralo mir gesagt, dass ich hier dieses kleine Solarmodul da auf dem Anhänger machen soll, weil es da nach oben leuchtet. Genauso wie das hier. Das hier leuchtet dann auch etwas eher, wenn es da drauf wohl ist. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, dass ich gleich zwei habe, weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben wir immer Saft im Dingens drin, ohne dass wir was tun müssen. Das macht vielleicht Sinn. Dann brauchst du eigentlich keinen Generator hier vorne dran, ne? Aber momentan bin ich ja wieder so ein Schisser und trau mich da nicht, ne? Also ich sehe jetzt leider nicht die Batterie. Ist das hier was? Nein. Schutt. Ich sehe hier leider keine Batterie. Vielleicht bin ich jetzt schon fünfmal dran vorbeigelaufen, Dralo, aber ich habe sie nicht gesehen. Hier liegt auch noch irgendwas drunter bestimmt oder so. Aber leider ist keine Batterie da. Oder ist sie hier vorne gewesen? Nein, da war ja nichts. Ja, weiß ich auch nicht. Oder es war an einer anderen Stelle und ich habe es ver... ich sehe sie, Dralo, danke. Sehr geschickt das Ding da rein platziert, ne? Brauchen wir nicht drüber reden. Alles klar, jetzt scheint aber keine Sonne, also wird es auch nicht geladen. Wenn ich losfahre, wird es dann geladen, weiß ich nicht. Da unten ist Harz, hier ist auch Dingens, wie heißt es? Von dem Zeug, ich sag schon, Gemisch. Jetzt wäre die Frage, ob wir hier noch was abbauen wollen, ne? Gemisch hätten wir drauf. Okay, jetzt kommen die Solarpanels und wie wir sehen, geht die Batterie jetzt auch voll, sehr gut. Ja. Da unten ist das. Da gibt es noch an der Oberfläche sogar das. Ah. Hier wäre jetzt bestimmt schön, was runter zu bauen in der Schräge, ne? Dafür müssten wir aber erstmal so machen. Und wir dann eine Schräge hier so runterbauen wollen, oder? Weil ich würde es gerne mal so haben, dass ich da runterfahren kann, ne? Hier so einen richtig schönen Weg, wo ich nicht runterfalle. Hier ist überall noch Material, ne? Sehr viel Material, ne? So, und dann wäre hier jetzt die Schräge weiterzuführen, so. Hier ist jetzt aber nichts. Aber wir brauchen Sauerstoff. Ja, wir gehen wieder hoch.
Kriegen wir hier den Sauerstoff? Vielleicht sollten wir die Rampe hier so, ja, doch anders bauen, ne? Ja, das bringt nichts, hier die Rampe so zu bauen, glaube. Überall Gemisch hier, wa? Oh. Hier ist kein Gemisch. Ja, das war jetzt nicht so eine tolle Idee, das so da reinzubauen, ne? Ist das jetzt passend? Ich glaube, das wäre jetzt passend, ne? Das will ich jetzt so eine Schräge bauen, die dann da so runter geht. Ist das so gerade? Nee, auch nicht. Ist auch nicht wieder so, wie ich das gerade haben will. Da gibt es bestimmt ein Tool für. Dass das hier dann richtig abbaut, ne? Weil ich müsste jetzt, würde jetzt gerne hier so eine Schräge haben, die so gerade runter geht. Oh, das war ja wieder so der Bringer, ne? Kriege ich die jetzt hier hin? Nee. Gibt es jetzt hier eine Fläche, wo ich dann so wunderbar mal hier eine Schräge bauen kann, wo ich sagen kann, jo, das ist es. Aber das ist schon wieder zu steil, oder? So steil will ich das ja gar nicht bauen, ne? Da steht jetzt Harz. Oh, aber wir sind schon passend unten. Okay, das ist genau die Rampe, die ich jetzt haben wollte. So geht das. Ja, das war wieder nix. Jetzt muss ich andersrum das machen. Hier so ein bisschen was wegnehmen. Damit ich hier so eine plane Geschichte habe. So ist es. So geht's. So würde ich sagen, kann man es lassen. So kriegen wir es abgebaut, oder? So, steig mal ein und wir müssen mal gucken, wo wir zu Hause sind, oder? Oh, ob ich hier so durchkomme? Doch, geht. Oder zu Hause ist ja jetzt nicht unbedingt wichtig, sondern es ist ja auch wichtig, was mal zu entdecken, ne? Was sind das da rechts zum Beispiel, dieses Blaue? Ist das ein Vulkan? Oh, hier geht's runter. Ah, das ist dann so ein komischer Würfel, kann das sein? Ja, sieht danach aus, oder? Komme ich da hingefahren von hier aus? Okay, da unten ist auch noch was Größeres. Halt, stopp. Da dreht sich sogar was. Was sind das für Geräusche, bitte? Gleich sterbe ich bestimmt. Region Krater, okay. Wir steigen aus und Missionsobjekt, dieses Material. Analyse Transmitter wartet darauf, dass ein gekoppelter Fahrzeugdatenschreiber deaktiviert wird. Wenn ich jetzt hier F drücke, passiert nichts. Ach so, ich habe mein Werkzeug noch an. Vielleicht ist das ein Unterschied. Dieser Material Analyse Transmitter wartet darauf, dass sein gekoppelter Fahrzeugdatenschreiber deaktiviert wird. Details im Missionsprotokoll hochladen. Wie kriege ich den denn deaktiviert? Eigentlich durch F. Ein gekoppelter Datenschreiber. Aber ich habe, sehe hier keinen Teil, wo ich ein- und ausschalten kann, oder?
Das ist alles Schrott, ne? Das ist auch alles Schrott. Astropedia öffnen, Schutt. Alles Schutt. Das ist ein Missionsobjekt, das heißt, ich komme sowieso nicht weiter, oder? Ja, leider. Keine Ahnung, was da passiert. Das Ding ist leer. Warte mal, ich muss hier solche Dinge auch noch machen, ne? Die muss man scannen, oder wie war das? Ich weiß gar nicht, habe ich die schon alle oder habe ich die nicht? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß, dass ich was tun sollte. Und das hier wieder so ein Forschungsobjekt. Haben wir da noch Platz? Ja. Oh, ist es jetzt drauf oder habe ich es dahinter geschmissen? Ich habe es dahinter geschmissen. Hat wieder gut geklappt. Hat der Wagen noch was für mich hier? Schutt. Stromverlängerungen sind drauf. Der Rest ist Schutt. Weiß nicht, ob wir die brauchen, aber das Teil da hinten, keine Ahnung. Und da ist ja noch so ein Riesenteil, ne? Das haben wir auch noch gar nicht angeguckt. Da gibt es bestimmt auch was zum Einstellen oder sowas. Aber wir wollten ja erstmal diese Teile hier gemacht haben, wo ich jetzt gerade vorgefahren bin. Ich weiß aber nicht. Musste ich die noch mehr scannen? Ich glaube ja, ne? Den kann ich auch von hier aus scannen. Sehr gut. Vielleicht habe ich die Mission schon erledigt und weiß es gar nicht. Kann auch sein. F. Komme ich da hoch? Da muss man Strom anschließen, alles klar. Kabelstecker, ja. Wie viel Strom braucht man da? Das ist die Frage, ne? Wahrscheinlich genug. Aber leuchten tut es schon mal schick hier, ne? Sind da mehrere Stecker dran? Ja, natürlich. Ich hoffe, wir brauchen nicht alle. Tja, weiß ich auch nicht. Gefundene Bytes 46. Ich nehme die erstmal alle mit, ne? Weil Punkte sind so oder so. Ja, ich denke mal, das war es erst hier. Haben wir hier noch so ein Markierding irgendwie? Nee, ne? Leider nicht. Kann ich das bauen? Und wenn ich es bauen kann, was brauche ich dafür? Ein Ebnung-Block. Ist das das Ding, was ich brauche? Leuchtfeuer, das ist das, glaube ich. Dafür brauchen wir Quarz, haben wir nicht. Arbeitslicht, Sauerstofftank, Energiezellen, kleine Batterie. Ja, breite Anpassung, boostbaren Hammer, das ist alles klar. Ausrichtungsmodus, vielleicht ist es das, was wir brauchen. Zink brauchen wir dafür. Bohranpassung 1, Bohranpassungsstufe 2, Dynamit. Was brauchen wir für Dynamit? Sprengpulver. Haben wir wahrscheinlich auch noch nicht. Gut, was brauchen wir für ein paar Verpacker? Graphit haben wir auch nicht. Okay, wir sind hier erstmal safe, denke ich. Können jetzt hier nichts tun, haben das zwar entdeckt, aber das hat uns jetzt auch nicht. Ich wollte gerade ins Auto und dann weiterfahren. Geht das auch? Ja. Also wir waren hier bei dieser tollen Technik-Geschichte. Ich weiß nicht, ob wir hier so hochkommen. Oh, das ist ein richtig zugkräftiges Fahrzeug, ne? So, jetzt habe ich natürlich überhaupt gar keinen blassen Schimmer mehr.
Wo ich war und wo nicht. Hier ist voll cool ein Solarpanel. Und ich glaube, einen Steckplatz habe ich noch frei. Den nehmen wir auf jeden Fall mit, ne? So viel Solar, ne? Jetzt müssen wir nur zurückfinden. Das ist das nächste Problem, was wir haben. Ich glaube, von hier sind wir gekommen, oder? Kann das sein? Da ist noch irgendwie sowas wie ein Vulkan. Ne, ist nur ein Berg, oder? Oh Mann, ey. Kann ich hier irgendwo. Ah, warte, irgendwo haben wir so einen Kompass, ne? Da ist der Kompass. Ja, Richtung ist ja schon mal passend, ne? Ich weiß aber nicht, was das ist. Ach, das ist bestimmt hier dieses Teil, was wir gerade entdeckt haben, ne? Ja, das könnte wohl sein. Gut. Dann hoffen wir mal, dass wir in dieser Richtung nach Hause finden. Da geht's runter, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Wenn wir hier das Gemischfeld umfahren. Da ist auch wieder was. Kommen wir nach Hause über diesen Weg? Schaffen wir das? Da hinten sehe ich auf jeden Fall jetzt schon mal die erste Plakette, die uns den Weg weist. Ja, das sieht erstmal gut aus. Jetzt müssen wir gucken, dass wir hier irgendwo vorbeikommen. Hier jetzt wahrscheinlich nicht so sehr. Ja, da geht es auf jeden Fall auch nicht lang. Jetzt ist uns so ein bisschen das Ammonium da im Weg, ne? Wenn ich jetzt absteige, bleibt er dann da stehen, ja. So, jetzt Werkzeug raus. So, ich glaube, jetzt kommen wir da durchgefahren, oder? Ich glaube, ich muss mal um den Krater rum, dann haben wir vielleicht eine Chance. Jetzt ist auch Licht da, dann sehe ich was, ne? Ja, er hat es geschafft, sehr gut. Warte mal, bin ich da nicht eben schon lang gefahren oder das ging nicht? Ich glaube schon, ne? Kommen wir hier lang? Eieiei. Jo, fahr mal hoch, fahr mal hoch, fahr mal weiter hoch. Nee, fährt nicht mehr hoch. Umdrehen, ja. Kommst du da raus? Ja, da kommt er raus. Hat er fast geschafft, fast. Aber wo muss ich denn jetzt hier lang, dass ich zu uns komme? Ja, wo ist zu Hause jetzt wieder, ey? Oh Mann, ey. War das nicht da rechts? Ja, da rechts ist das. Oh Mann, kann hier einer meine Straße entfernen? Ach, das muss ich ja selber machen, ne? Okay, ich glaube, wir kommen jetzt aber an. Sieht so gut aus eigentlich, oder? Ich glaube, da hinten ist jetzt unsere Basis. Und dann haben wir das Ziel erreicht. Was ist das da unten? Lehm? Ich glaube, da unten ist Lehm. Ich habe es wahrscheinlich kilometerweit weggesucht, oder? Kann das sein? Und es ist im Nachbarkrater. Auch geil, oder? Das ist jetzt der Hammer, oder? Das ist der Hammer. Da unten ist Leben. Wetten? Das ist Leben, oder? Ja, geil. Richtig geil. Gut, dann wissen wir, dass Nachbarschaft auch Leben enthält. Ne, alles klar dann.
Gut, dann würde ich sagen, machen wir erst hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Und hier ist die Landeplattform, die wir bauen müssen, ne? Komm, die entpacken wir gerade noch. Dann haben wir das auch geschafft. Fertig, Forschung vorwärts. Ja, super, oder? Gut, keine Ahnung, wo wir den bauen, aber irgendwo müssen wir sie hinbauen. Schauen wir mal weiter in der nächsten Folge. Bis dann.